Hallo und guten Morgen zu einem weiteren Clip. Heute stelle ich euch meinen privaten Ladepunkt vor. Der ist leider gebunden an mein Ladengeschäft Stadtrat in der Pappelallee 43 in 10437. Gebunden heißt, es geht momentan leider nur eine Ladung während der Öffnungszeiten, weil es draußen sehr schwierig ist, überhaupt eine Dose anzubringen, beziehungsweise die halt eben hoffentlich dann wahrscheinlich über Nacht abgetreten wird. Deswegen gibt es momentan erstmal nur eine Lösung, die das Laden während der Öffnungszeiten ermöglicht. So, und drin haben wir eine CE-Dose in Rot mit 32 Ampere. Uiuiui, ich muss mal wieder aufräumen hier, sehe ich gerade. Ein Verlängerungskabel, das ihr dann, also wenn ihr jetzt doch aus Versehen mal mit Auto kommt oder sowas, auch vor der Tür laden könntet. Nach Absprache hätte ich mein Spezialladegerät da, den Schnelllader. Der geht für die großen Zeros mit dem großen Akku, welches sehr schnell lädt. Das heißt, also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einmal an den normalen Onboard ranzugehen und auch an dem zweiten Port. Schnell heißt in dem Falle hier 20%, knapp 15 Minuten, geht dann dementsprechend also eine ganze Ecke schneller. Ja, der Strom ist natürlich Ökostrom. Den stelle ich kostenlos zur Verfügung. Freue mich über jeden, der vielleicht mal vorbeischaut und mal Hallo sagt. Den Link stelle ich auch nochmal unter den Clip. Wir sind natürlich bei Going Electric vertreten. Wer mal wirklich Not am Manne hat, man sieht, hier drüben sind gleich Parkplätze. Zur Not können wir da eben auch nochmal ein längeres Kabel besorgen, das dann in der Parktasche auch nochmal geladen werden kann. Ja, weiterer Plan ist mal zu schauen, wo man hier vielleicht die Möglichkeit hat, eine Dose außen anzubringen. Das wäre echt toll, dass das so 24 Stunden zugänglich wäre. Und die zweite Idee, die ich noch verfolge, wäre eine portable, ja, Typ 2 Adapter, Box, IC, CB, wie auch immer. Momentan gerade mein Favorit wäre die Go-E Charger, weil ich den anklemmen kann. Ich kann ihn mitnehmen, wenn ich mal eine Tour plane, ne, und mal unterwegs, weiß nicht, mit einem Charge Tank laden möchte oder sowas. Oder halt eben hier für den Laden, wenn dann doch mal das E-Auto bald da wäre, dass ich dann einfach Typ 2 Stecker rein, fertig laden. Das sind so die nächsten Pläne. Super. Ich danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.